Und einen wunderschönen guten Morgen und damit auch wieder mal recht herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Let's Build Tutorial, wie auch immer. Und was wir heute bauen, ist ziemlich cool, denn es ist ja im Moment so Mode, dass irgendwie so alte Gebäude renoviert werden und dann wird da drin gewohnt und bla bla bla. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese amerikanischen Scheunen, dort heißen sie Barn. Das sind diese roten Gebäude mit weißem Rand und bla bla bla. Und momentan ist es da voll in, diese alten Dinger zu renovieren und da drin zu wohnen. Und genau sowas werden wir heute als Haus bauen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe mir schon alle Materialien rausgesucht, die wir heute brauchen werden. Nebenbei, ich benutze das, Moment, ich zeige es euch, das Flow HD Texture Pack in der 128er Auflösung zusammen mit dem Zoll Shader. Für die Leute, die es interessiert, steht es auch unten in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und zwar beginnen wir, wir beginnen mit einer Säule. Und zwar fängt das hier an, für die Leute, die das gerne mitbauen wollen. Es ist ein Let's Build, es ist kein genaues Tutorial, deswegen kann es sein, dass sich da im Nachhinein auch noch was abändert. Wird es aber wahrscheinlich nicht. Wir schauen auf jeden Fall mal so. Jetzt ziehen wir hier zwei Stairs hin und dann haben wir auch schon unser erstes Fenster. Yay! Okay. Jetzt nehmen wir wieder hier Netherrack. In dem Texture Pack passt das halt super, weil es so schön rot ist. Könnt natürlich auch roten Clay nehmen oder rote Wolle oder was auch immer ihr wollt. Ich nehme auf jeden Fall den Netherrack, weil mir gefällt's. So, jetzt hier so. Wollen wir das Treibbrett machen? Wollen wir es Treibbrett machen? Ich glaube, wir lassen es 2 breit, oder? Ja, wir lassen es 2 breit. So, dann kommt hier wieder die Netherrack-Säule hin. Dann kommt hier wieder eine Netherrack-Säule hin. Dann kommt hier eine Quarz-Säule hin. Ich baue es gerade einfach mal so ein bisschen durch. So, dann kommt hier... Lass mich überlegen. Netherrack, dann kommt hier Netherrack. Dann kommt hier eine Quarz-Säule hin. Quarz-Säule. So, das Ganze auf der anderen Seite gespiegelt. Also hier eine Quarz-Säule. Einmal 5 Blöcke hoch, wie immer. Dann hier ein bisschen Netherrack, Moment, wisst ihr was, ich mach's Tutorial so lange wie ich will. Wird wahrscheinlich so 2-3 Folgen dauern für die Leute, die das gerne gucken möchten. Also es kommt in den nächsten Tagen, dann 2015, ich weiß ja nicht, wie lange das hier her ist, aber keine Ahnung. Ist egal, jetzt platzieren wir hier überall die Stairs so zwischen, die hier so umgedreht, ist ja logisch. So hier und hier, so, dankeschön. So, jetzt kommt hier einmal Glasspane dazwischen. Hier einmal Glasspane dazwischen, hier natürlich auch. So in etwa, dankeschön. Und dann natürlich auch wieder mal so. Und jetzt haben wir schon den ersten Teil unserer Scheune gebaut. Erfolgreich, yay! Okay, nichtsdestotrotz, jetzt kommt der etwas kompliziertere Teil, nämlich... Ach Gott, wie bauen wir das denn? Wie bauen wir das denn, meine Freunde? Wisst ihr was, wir ziehen das hier alles einfach noch einen Block höher. Hier ziehen wir dann überall Netherrack drüber. Hier natürlich auch. Und hier auch. Hier kommt dann Quarz hin. Genauso wie hier und hier. So, jetzt kommen hier die Stairs umgekehrt dran. So in etwa bis dahin. Ja, bis dahin ist in Ordnung. So, und die auch hier lang. Das war irgendwie falsch rum. So und so und... So, und hier drüben stimmt das auch alles. Na, hier können wir sie noch durchziehen. Perfekt, meine Freunde, perfekt. So, was wir jetzt anfangen, ist das Dach von unserer Scheune. Keine Angst, die Scheune wird noch größer, aber werdet ihr ja am Thumbnail gesehen haben. Und zwar, lasst uns überlegen. Möchte ich das gerne so anfangen? Ja, so, so ist in Ordnung. So, ja. Passt das? Glaube, das passt so einigermaßen. Wie sieht das aus, wenn wir das hier anfangen und dann so machen? Ja, wisst ihr was, wir machen die Dinger hier, machen wir weg. Ja, das war eh unsymmetrisch. Ja, das war unsymmetrisch, gut. So sollte es dann aussehen, gut. Dann kommen hier wieder die Slabs hin. Nebenbei, ich arbeite mit den Quarz-Slabs, aber ich glaube, das sollte jeder erkannt haben. Und dann platzieren wir die hier immer so in Absätzen, bis wir hier oben angekommen sind, fertig. Danach, was wir machen werden, ist, wir füllen Last. Okay, ich passe nicht da durch, ist in Ordnung. Wir füllen das Ganze, mit Netherrack-Blöcken auf. Gar nicht einfach, diese Geschichte. So, und jetzt kommen wir auch schon zu unserem Cobblestone. Ihr könnt natürlich auch ein anderes Texture-Pack nehmen und euch Materialien nehmen, die da euch besser gefallen. Aber im Flow HD nehme ich hier den Cobblestone und platziere den wie folgt hier. So, jetzt kommen hier die Blöcke hin, bam, bam, bam. Hier kommen Blöcke hin, bam, bam, bam. Hier kommen Blöcke hin, bam, 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 bam. Und hier kommen Blöcke hin. Na, so. Jetzt kommen hier natürlich wieder die Slabs hin.
und dann sollte man das Ganze doch eventuell als Dach erkennen können. Hoffe ich zumindest. So. Sollte das in etwa passen. So, und jetzt, meine Freunde. Machen wir das irgendwie geschickt. Machen wir das geschickt? Ich glaube, wir platzieren hier so. Was habe ich denn jetzt gemacht? So. Und dann hier eine Säule hin. Passt das in etwa? Ich glaube, das passt in etwa. Ja, ich glaube, wir machen das so. Dann kommt hier das hin. Hier nur zwei Blöcke lang. Machen wir hier die Säule hin. Sechs Blöcke diesmal hoch. Warte, wie hoch ist das? Sechs Blöcke. Sieben Blöcke hoch. Entschuldigung. Hier drüben die Säule auch. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke hoch. Hier zwischen die Wand können wir dann natürlich dementsprechend auch hochziehen. Kein Problem. Dann können hier die Stairs auch wieder weg. Und hier die Reihe kann eigentlich auch weg. Entschuldigung, dann habe ich das eins zu lang gemacht. Kein Problem, können wir ja wegmachen. Ist ja kein Problem. Die Stair natürlich auch. So, bam, 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 bam. Als nächstes, meine Freunde, als nächstes. Lasst mich kurz überlegen, machen wir das vielleicht so? Ne, wir machen das so. Machen wir das so. Ja, ich glaube, das passt. Also ihr müsst die Treppen auf jeden Fall so gebaut haben. So, dann sollte das so passen. Dann können wir hier so machen. Ja, genau so machen wir das erstmal. Wenn ihr das gebaut habt und das geschafft habt, dann seid ihr schon mal gut. Dann herzlichen Glückwunsch. So, jetzt machen wir das auf der anderen Seite genau so, meine Freunde. Genau so. Jetzt hier so, den da. Und jetzt lasst mich überlegen, so richtig. Ja, richtig, gut. Jetzt hier ein Block drauf, hier in die Richtung, dann wieder so, dann so. Und jetzt kommt das eigentlich große Dach der Scheune, so. Nee, das war falsch. Das war definitiv falsch. Wir sind 1, 2, 3 wollen wir hoch, so in etwa. Ja, das sieht gut aus. Ich hoffe, ihr erkennt, was ich hier vorhabe. Wenn nicht, ihr werdet es gleich sehen. Baut es einfach nach, wenn ihr es nachbauen wollt. So, machen wir mal so. Der wieder dahin, der dahin. Dann so. Wie hoch sind wir hier? 3 sind wir schon hoch. Gut. Mehr soll es auch nicht sein. Dann platzieren wir so. 2 Stufen oben. 2 Stufen unten. 3 Stufen oben. 3 Stufen unten. 4 Stufen oben. Und ja, das sollte schicken. So, jetzt hier dasselbe. Bis wir auf derselben Höhe sind. So, in Ordnung. Dann hier. Wie viele Stufen haben wir jetzt oben? 3 Stufen, also eine Elevation müssen wir noch hoch. So. Sind wir jetzt auf derselben Höhe? Sieht das irgendwie halbwegs symmetrisch aus? Ich glaube, es sieht symmetrisch aus. Ja, das sollte passen. Keine Angst, das Ding da vorne soll so verschoben sein. Da 2, da 3 anwenden. Okay, gut. Als nächstes, meine Freunde, machen wir hier so. 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 So und so. Wie sieht das aus? Ich finde, das sieht ziemlich gut aus und es fängt schon wieder an zu regnen. Das gefällt mir nicht. Toggle Downfall. Das ist schon mal sehr schön. So, als nächstes fangen wir an und ziehen hier schon mal eine Netherrack-Reihe durch. In etwa so. Ja, doch, das gefällt mir ganz gut. Wir können natürlich hier auch offen lassen und das Dach durchziehen. Aber sagen wir einfach, ihr habt dann hier so einen Dachboden drin, hier so in etwa. Wir machen das einfach mal kurz, damit es hier unten drin schon mal vernünftig aussieht. So. Und dann hat man hier schon mal so einen kleinen Raum. Da kann man natürlich auch noch den Boden rausholen. Bla bla bla, machen wir später. Als nächstes kommt hier noch so eine Reihe hin. Ja, genau, noch so eine Reihe. Vielleicht ein bisschen ordentlicher, als ich sie gemacht habe. Und wir machen noch eine Reihe. So in etwa. Als nächstes kümmern wir uns vielleicht mal hier oben drum und machen einmal den da. Dann könnten wir zum Beispiel hier den Quarzblock nehmen. Ey, es passt sogar. Perfekt, und dann haben wir hier so ein cooles Muster dahinter. Könnte eine Inschrift sein, wer weiß. So, als nächstes kommen wir zu dem Fenster, welches sich befinden wird. Lass mich kurz überlegen, wir machen mal so, wir machen mal so. Wie viel Platz haben wir denn hier? Okay, wir sollten genügend Platz haben. So, jetzt machen wir hier den da und den da. Ziehen jetzt hier diese Blöcke hoch bis hierhin so in etwa. Ja, bis dahin.
Dann gefällt mir ganz gut. Dann kommen hier wieder die Stairs hin. Dann kommt hier einmal Glas rein. 4 Blöcke hoch. Sollte in Ordnung sein. So, als nächstes kommt hier eine Stair hin. Ups, das war keine Stair. Das war eine Stair. Und hier eine Stair hin. Beachte die Drehung der Stairs und der Treppen. Bla bla bla. Als nächstes eine Glasscheibe hier hin. Und eine Glasscheibe dahin. Und wisst ihr was? Wir machen das hier oben noch ein bisschen schöner, sag ich mal. Wir machen das so. Und wir machen das hier unten genau umgekehrt. Und zwar so. Und keine Angst, das wird noch besser aussehen, indem wir dann hier hinter eine Reihe Quarz durchziehen. Und hier oben machen wir dann so. Klack, klack. Ja, nee, so nicht. Und dann fangen wir an und füllen das Ganze hier mit Netherrack aus. In etwa so, Moment. Und jetzt connecten sich da auch die Glasscheiben und dann passt das alles wunderbar, sehr schön. Hier die Scheiben sind richtig rum, doch. Ich dachte, sie wären falsch rum, waren sie aber nicht. So, dann kommt hier das Netherrack drüber. Und hier, das Ding brennt halt dann auch ganz gut, wie das Scheunen so an sich haben. Also wer die Scheune dann in die Luft jagen will, der baut am besten mit Netherrack. So, sei dazu gesagt. Ey, heute habe ich es nicht so ganz mit dem Fliegen, kann das sein? So, hier hin und schon wieder hängen geblieben. So und hier hin. So, und jetzt sieht das Ganze von vorne in etwa so aus. Und ich finde, das sieht schon echt scheunenmäßig aus. Hier oben fehlt uns was, nämlich, passt das so? Ja, das passt so. Tisch ist in Ordnung, nämlich kommt das Ding dahin und das Ding dahin. Ja, genau, und jetzt fangen wir an und platzieren hier im Prinzip das Dach, was eine Qual wird ohne Ende, sage ich euch. So, weil wir ganz viele Treppenstufen platzieren müssen und so. Pipapo, hier könnte man zum Beispiel das ganze Ding einfach auffüllen, wenn man will. So, als nächstes kommt hier eine Slab hin. Und ein Block und eine Slab und ein Block und eine Slab und eine richtig krumme Treppe, dankeschön. Und nochmal eine Treppe und dann kommen hier wieder die Blöcke dazwischen. Und ihr seht schon, das gibt das nächste Dach. So wird die ganze Scheune dann aufgebaut werden. Ich schau mal kurz nach, wie viel Zeit ich noch habe und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder und ich habe mal nachgeguckt. Wir sind erst bei 12 Minuten, das ist vollkommen im Toleranzbereich. Und deswegen machen wir noch ein bisschen weiter heute, weil es die Pilotfolge ist, bla bla bla. Und zwar fangen wir an und packen hier einfach erstmal endlos lang eine Reihe Netherrack hin, in etwa. Kommt dann auf euch an, wie lange ihr eure Scheune haben wollt. Ich mache die ein bisschen länger, natürlich noch länger als das, aber keine Angst. Kommt noch was, meine Freunde. So machen wir so und jetzt kommt es darauf an, wie ihr das gerne haben wollt. Wir können das natürlich auch einfach so machen oder wir machen das 2 breit. Ich bin dafür, wir machen das 2 breit in etwa so und jetzt kommt es drauf an, wie ihr das gerne haben möchtet, ob ihr mehr Fenster haben möchtet oder weniger. Ich glaube, ich bleibe bei der... Mache ich so oder mache ich mehr Fenster? Ich glaube, ich bleibe bei der Mehrfenster-Variante, weil viel Licht drin ist immer schön und deswegen machen wir das wie folgt. Wir platzieren ein bisschen hier hin. Genau. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich bin ein bisschen raus. Wir machen erstmal, lassen wir hier 5 Blöcke zwischen Abstand. 1, 2, 3, 4, 5, 6er Block. So. Als nächstes ziehen wir hier auch eine Reihe durch. In etwa so lange, wie ihr eure Scheune haben wollt. Aber dazu komme ich später noch. In der zweiten Folge dann wahrscheinlich. So, als nächstes kommt dann hier eine Säule hin. Und dann können wir uns hier auch schon mal um die Fenster kümmern. Wie hoch wollen wir die Fenster haben? Ich denke, wir wollen die Fenster so auf der Höhe haben. Hier, bam, bam. Bam. Und dann hier einmal zu. So in etwa. Ja, ich finde, das passt ganz gut. Das ist so ein bisschen höher, aber halt auch nicht zu hoch. Und es würde Licht reinscheinen. Glaube ich zumindest. Hoffe ich. So, dann kommt hier wieder Netherrack drüber. Ja, sehr schön. Und jetzt, meine Freunde. Platzieren wir hier noch, wie hoch haben wir das? Wir haben das auf 5 Blöcken, wir wollen das auf 6 Blöcke haben. Dann platzieren wir hier einmal so ein Ding drum. Mhm. Hier auf die Höhe von der Netherrack-Säule kommt dann unser nächster Pfosten. In etwa, ja, hier hin. Dann haben wir hier 3 Blöcke zwischen Abstand. Demnächst werden wir nur 2 Blöcke haben. Das wäre dann hier.
Sieht blöd aus, meine Freunde. Dich sieht blöd aus. Deswegen machen wir das anders. Wir platzieren hier noch so eine Säule hin und hier noch so eine Säule hin. Haben wir halt ein bisschen weniger Fenster drin. Packen wir das hier hin. Oh, dann ist es auf der Höhe von der Mitte. Ja, das passt. Wie viele Blöcke haben wir dann dazwischen Platz? Wir haben dann dazwischen Platz. Ganze 4 Blöcke. Dann wäre unsere nächste Säule 3, 4, hier. Das sieht ein bisschen besser aus. Das gefällt mir definitiv ein bisschen besser. So, jetzt bedeutet das, wir können hier unsere Quarzstairs langziehen. Uch, die sind so ekelhaft schwierig zu platzieren. So in etwa. Ich baue das jetzt einfach mal bis hierhin und danach ist das einfach nur noch aneinander rein, wo man World Edit benutzen müsste, wenn man es denn hätte. Okay, als nächstes können wir hier auch Quarz durchziehen. Dementsprechend dann hier auch. Bla bla bla. Das könnt ihr ja dann selber offscreen machen. Ich werde es dann wahrscheinlich bis zur nächsten Folge machen oder so. Mal schauen. Als nächstes kommen wir hier wieder zu unserem Dächelchen. Bedeutet, wir platzieren hier eine Quarzlab hin, platzieren hier dann so und immer so weiter. Bis wir dann ein Dach haben, was ungefähr hier drüben endet. Sehr schön. Geht auch perfekt damit über. Gefällt mir sehr gut. Nächstes, wir können das hier vielleicht irgendwie noch ein bisschen schöner machen. Vielleicht so. Oh, ich habe was vergessen. Wir haben das hier falsch platziert. Wir platzieren das hier hin. Und so, na, da nicht, dahin. Und es geht immer noch perfekt über und das ist wunderschön. Deswegen machen wir wahrscheinlich hier einfach noch eine Stair so hin. Ja, das gefällt mir ganz gut. Macht also eine Stair so hin und bla, dann seid ihr fertig. So, was wir jetzt machen, können sich die meisten wahrscheinlich schon denken. Wir platzieren hier wieder unsere Slabs hin. Logischerweise. Wer will, kann das hier noch auffüllen. Ich lasse es einfach mal weg. So, und dann haben wir das auch gemacht. Und jetzt können wir zum Beispiel, ich sage zum Beispiel, das muss nicht jeder machen, ich mache es gerne. Wer will, kann auch den Rasen da lassen, ich mag ihn zum Beispiel nicht. Ich baue das hier einfach nochmal kurz einen Tacken weiter, damit man sieht, wie das dann wirkt und so weiter und so fort. Das war nicht richtig, das war sehr wohl richtig und dann kommt hier eine Slab dazwischen. Wer will, ich sage betont, wer will, kann sich jetzt ein bisschen Wood schnappen. Ich nehme zum Beispiel das normale Oakwood. Ersetze es dadurch und nehme hier die Wooden Stairs und brauchen wir denn nicht. Brauchen eigentlich alles, wir machen das einfach mal so. Wer will, kann jetzt hier die Stairs hin platzieren. Bam, bam, bam. Bam, oh, kleiner Mikro-Ruckler. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht Festplatte voll oder so, könnte schon sein. Der kann jetzt hier im Prinzip so einen kleinen Holzweg-Terrassen-Dings machen. Wer will, ich betone, wer will. Und dann wird das so laufen. Morgen wird die zweite Folge kommen, denke ich. Ja, doch. Wir machen hier kurz noch ein bisschen Dach, während ich weiter blaber. Und zwar wird das so kommen, dass wir dann morgen oder übermorgen zu der nächsten Folge kommen, wo wir dann Eingang und so ein bisschen Special-Zeugs machen und das Ganze weiterbauen. Und ich zeige, wie es euch dann fertig aussieht. Vielleicht brauchst du auch noch eine dritte Folge, mal schauen. Auf jeden Fall, so zieht ihr das Dach hier hoch bis zum Ende, bis zum anderen Ende eurer Scheune, was dann ungefähr hier vielleicht so sein wird. Ja, hier gefällt mir ganz gut. Ja. Wisst ihr was? Ich mache noch den Zaun. Den Zaun machen wir so in etwa. Und machen dann hier so. Und so. Und dann platzieren wir so ein paar Dinger drüber. Oder? Wir machen das anders und... Gar nicht einfach, meine Freunde. Wisst ihr was? Wir machen das mal kurz so und so. Ich will nur kurz gucken, was schön aussieht als Zaun. Machen wir mal so. Und machen jetzt den da. Nee, das sieht scheiße aus. Wisst ihr was? Wir machen das ganz einfach. Wir packen hier einfach die Stairs hin und dann machen wir hier so. Fertig, das ist unser Zaun. Das ist unser Geländer. Oder ist das zu hoch? Könnte auch zu hoch sein, ha? Lassen es einfach so. So sieht das von außen ziemlich cool aus, finde ich. Das Geländer könnt ihr dann natürlich auch weiterziehen. Das ist eigentlich gesunder Menschenverstand. Auf jeden Fall, so sieht unsere Villa zum jetzigen Stande aus. Und ich finde, sie sieht extrem cool aus. Und ich würde sagen, baut nicht weiter. Schaltet beim nächsten Video ein, was dann irgendwo verlinkt sein wird. Oder ihr schaut auf meinem Kanal vorbei. Wenn euch die Villa, das Häuschen, die Scheune, wie auch immer ihr es nennen wollt, gefallen hat bis jetzt, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Das supportet mich echt. Schaut auf meinem Kanal vorbei. Gibt es noch viele andere coole Tutorials. Und dann würde ich sagen... sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, haut rein.